Stück überhaupt. Wir haben das mal versucht darzustellen. Das ist diese oft angesprochene Mausefalle. 85% Gefälle, das sind jetzt nicht 85 Grad, sondern umgerechnet 40 Grad. Wir haben das mal hier dargestellt. Oben sitzt Hermann Mayer oder ist da gerade in der Hocke und stürzt sich darunter. Wenn ich das jetzt sehe, denke ich, ja, das ist steil. So ein bisschen Skifahren kann ich auch. Würde ich auch runterfahren, Marco? Ja, das sieht ziemlich einfach aus. Wenn ich das so anschaue, dann muss ich auch sagen, das ist ja gar nicht so steil. Aber es sind 40 Grad. Ja, aber wenn ich jetzt oben stehe an dieser Kante und nochmals, da ist es sehr eisig und dunkel, also schattig, dann sieht das schon anders aus. Und das Nächste, was noch spielt, ist, man kommt da ja nicht langsam hin, sondern man fährt da mit 80 km/h rüber und es ist ein Sprung. Ich vergleiche das gar mit einem Skispringer. Ein Skispringer kommt auf den Schanzentisch hin, der zieht weg und fliegt weit. Und ein Skifahrer kommt hin und probiert, dieses Gelände zu absorbieren. Der drückt den Sprung nach unten und probiert, so wenig wie möglich zu fliegen. Und ich weiß, mein Schanzenrekord bei der Mausefalle liegt bei 75 Meter, ohne dass ich wegziehe, sondern dass ich absorbiere. Und das was Nächste, würde denn passieren, was ist, wenn man abdrückt, also wenn man richtig hochspringt? Zerschellt. Das macht man nur einmal. Ja, zerschellt. Ja, zerschellt. Und was noch, was dazu kommt am Ende dieser Mausefalle, dieses Steilstückes, unten kommt eine Kompression, die sich gewaschen hat. Also wirklich steil, flach und man hat 130 km/h. Also das spielt dazu und aus der Luft ist es dann noch steiler. Ich kann mir vorstellen, vielleicht, Hermann Mayer, ist es auch nicht nur die Steilheit, sondern die Gewissheit am Start, man kann nicht mehr zurück. Man muss runter, es gibt keine andere Wahl in dem Moment, wo es losgeht, oder? Ja, es ist natürlich schon ein bisschen peinlich, wenn man wieder rausmarschiert, glaube ich. Vor allem, es warten ja die Sportkollegen schon hinter und die stoßen dann von hinten vielleicht schon ein bisschen nach vorne. Also man hat keine Möglichkeit mehr zurückzugehen. Und am besten ist die Flucht nach vorne. Und zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Also von dem her... Ja. Oder von den anderen runtergeschubst. Ja, man muss einfach da raus und mit einer gewissen Entschlossenheit und so gut es geht natürlich mit Selbstbewusstsein. Aber das Schwierige daran ist natürlich, dieses Selbstbewusstsein hat nicht jeder. Es gibt nicht immer das absolute Vertrauen in seine Ski. Es gibt nicht immer das absolute Vertrauen in sein Können. Man nimmt her nur ein paar Rennen, man ist nicht in höchster Form, in bester Form. Es gibt Qualifikationen. Kurz nachher ist meistens eine Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Das heißt also, der Druck ist immens groß. Und dann, leider Gottes, riskiert man oft zu viel, als wie was man in diesem Moment kann. Und darum ist das Vertrauen in sein eigenes Können das Entscheidende, wenn man da vom Start rausgeht. Wir haben eben Didier Küsch gesehen, der Schweizer, der unglaubliche 5-mal dieses Rennen gewonnen hat, diese Abfahrt. Wir haben auch gesehen, wie er sich vorbereitet. Das sind im Prinzip die letzten Momente, bevor er sich runterstürzt oder runtergeschubst wird. Was geht da oben vor? Was ist dort auch anders als bei anderen Rennen, Marco? Man quatscht nicht mehr. Also da wird nicht mehr viel gesprochen. Außer, vergeht einem das Lachen? Ja, ich habe nicht oft gelacht. Der einzige Mensch, den ich dort oben gesehen habe, der immer gequatscht hat, war Gedina. Italienisches Südflair. Und dann war er weg. Beim Zielsprung mal so ein Kunststück gemacht hat. Ganz genau, ja. Aber alle anderen schweigen da oben. Ich nenne das, für mich waren das die heiligen Hallen da. Das Stadthaus war so hell ausgeleuchtet, an der Wand all die Legenden. Und ja, man weiß, es ist ein 2-Minuten-Intervall. So, der Läufer vor mir ist weg. In 2 Minuten bin ich dran. Das, für mich hat es sich angefühlt wie, ja, jetzt werde ich zur Schlachtbank geführt. Und ich kann nicht für Hermann sprechen, aber ich sage immer, es gibt sehr viele Leute, die haben da oben Angst. Und ich habe dazu gezählt. Aber ich war einfach ein Master darin, das Bauchgefühl der Angst zu unterdrücken. Mhm. Und der Kopf hat dann diktiert so quasi, Angst nicht jetzt, du kannst das machst du bist ein Mann und jetzt sei tapfer und jetzt geben wir richtig Gas. Und ich glaube, darin war ich stark und deshalb bin ich da auch konsequent gefahren. Die Beine sind sowieso blau. Ja. Schon ab der Hälfte wahrscheinlich. Was ist mit dem Kopf? Also die Beine brennen. Brennt der Kopf auch, Hermann Mayer? Oder was passiert? Denkt man überhaupt irgendwas in diesen knapp 2 Minuten? Ja, sicherlich. Also man ist einmal komplett fokussiert am Start natürlich. Aber das Denken geht natürlich immer weiter. Ich meine, das Wichtigste ist, dass du immer voraus bist. Normalerweise, weil wenn irgendetwas passiert, dann bist du eigentlich mit dem Denken meistens zu spät. Mhm. Aber trotzdem, wenn du die Steilhangausfahrt geschafft hast, dann kommt eben dieses Gleitstück. Und da hast du dann Zeit zum Denken und da denkst du dann... Da kann man auf die Uhr schauen. Ja, gerade nicht, aber dann, Wahnsinn, bin ich jetzt überhaupt so richtig schnell oder wie liege ich irgendwo? Dann kannst du vielleicht sogar irgendwo vom Lautsprecher irgendwas hören, da war sowieso, dass du gar nicht schnell bist. Also es ist, man hat durchaus immer wieder die Möglichkeit,
ist ganz normal. Der Kopf ist immer dabei, zu überlegen und nach vorne zu treiben. Und immer diese Dinge, die Bilder, man sind ja meistens nur Bilder, was man sich da merkt, das auch einfach umzusetzen. Aber es ist halt einfach immer wieder sehr spontan, wo man dann reagieren muss. Und richtig schnell ist man in Wahrheit dann, wenn man da drinnen ist in den Ganzen und so wenig wie möglich natürlich überlegt. Aber wenn man zum Hausberg hinkommt, ist man meistens ja relativ langsam. Und von dem her geht da irgendwie das Rennen nochmal neu los. Der Hausberg hinunter, diese Traverse und dann einfach dieser Zielschuss. Und wie der Marco schon gesagt hat, dieser Zielsprung gegenüber einem Skispringer. Ein Skispringer fährt beim Skifliegen mit 100 km/h hin, du kommst beim Zielsprung mit 140 hin. Und mit 140 eigentlich der kleinste Fehler. Und dann kannst, wenn du sehr müde bist, und da brennt wirklich der Kopf da unten, da ist halt der geringste Fehler meistens sehr, sehr fatal, mit fatalen Auswirkungen. Wie das Ganze im Sommer aussieht, das können wir uns auch nochmal anschauen. Sie drehen nämlich gerade oder haben gedreht eine Dokumentation für den ORF. Meine Heimat rund um den Hahnenkamm. Und da sieht man sie auch mal runterlaufen, locker. Also im Sommer. Das ist dann auch die Mausefalle, glaube ich. Ne? Wenn wir es gleich mal sehen hier. Startet nächste Woche im ORF. Also hier. Kitzbühelhorn. Kitzbühelhorn sein. Und ja, ich bin da das erste Mal dann im Sommer mal runtermarschiert. Ich muss sagen, im Winter ist es eher einfacher, weil einfach schnell liegt, man ist schneller unten. Im Sommer fühlt man sich fast ein bisschen wie ein Schaf darunter. Machst du Freudenspringen? Ja. Ja, weil ich nicht mehr runterfahren muss. Ja, das sieht steil aus. Aber es wird im Sommer darunter auch Golf gespielt. Okay. Es gibt eine Golftrophäe einmal im Jahr und da sollte man sich dann auch sein Bestes geben darunter. Hermann Mayer, wo schauen Sie das Hahnenkammrennen? Wo schauen Sie die Abfahrt auf der Streif nächsten Samstag? Ich werde mir es vor dem Fernseher anschauen. Aha. Und man kriegt auch sehr viel mit. Also ich liebe deine Kommentare. Danke. Und vor allem natürlich, weil du einfach mit dieser immensen Erfahrung natürlich irrsinnig viel sagen kannst natürlich über das ganze Rennen. Und was auch sehr wichtig ist, dass du natürlich auch von den schnellen Disziplinen kommst. Also dass du genau weißt, was es heißt, einfach auf einer Abfahrt am Start zu stehen oder auch beim Super-G. Es ist da nochmal ein Unterschied und da kriegt man schon sehr viele Erfahrungen mit und die Berichte sind halt einfach genial. Heutzutage einfach generell die Aufnahmen sind perfekt. Und das Genial ging in Richtung Marco Büchel im ZDF. Natürlich. Und jetzt hoffe ich nur mehr auf ein gutes Wetter, weil das hat man teilweise nicht immer. Ja. Okay, ja, wobei das ist ja im österreichischen Übertragung genauso wie bei der ZDF-Übertragung wahrscheinlich. Dann am Samstag, oder haben wir immer gutes Wetter? Nee. Also es ist meistens so, ich meine jetzt mit Wengen und mit Kitzbühel. Wenn Wengen meistens schlecht war, war es in Kitzbühel gut und umgekehrt. Das lässt uns hoffen für den Samstag. Marco, freust du dich so richtig? Also du wirst dann am Mikrofon sitzen, fährst du davor auch mal hin und lässt dir die Kanten schleifen, fährst mal runter? Nein. Ja, ich habe mich angemeldet für die subjektive Fahrt, das heißt Kamerafahrt. Ob wir sie dann benutzen für die TV-Bilder, weiß ich nicht, aber einmal im Jahr will ich mich richtig fürchten und deshalb werde ich mir das nochmals antun. Ja, zumindest eine Fahrt. Ich freue mich riesig auf Kitzbühel, es ist für uns ein großes Highlight und wir dürfen das vom ZDF aus übertragen und ich bin richtig stolz. Pflichttermin für Marco Büchel, für Hermann Mayer, der das Ganze sich im ZDF anschaut. Sehr interessant. Wir freuen uns alle drauf. Und es freut sich noch einer. Das ist nämlich die deutsche Hoffnung beim Hahnenkammrennen. Schauen Sie mal. Nächsten Samstag im ZDF die Streif. Die geilste, schwerste und brutalste Strecke der Welt. Auf geht's. Wir können gleich weiter klatschen für Onno Özgür, den ich herzlich begrüße, seine eigene Fangruppe dabei hat. Der Herausforderer an der Torwand, heute starke Gegner. Aber es ist ja auch stark, was du gezeigt hast. Du kommst vom türkischen SV Fulda und dieser Seitfallzieher, der ging durchs Netz. Wir schauen ihn uns nochmal an. In was für einem Spiel war das? Das war ein Hallenturnier. Wir wurden da spontan eine Woche vorher eingeladen. Und ja, das war beim zweiten Spiel zum 4:0. War halt auch ein schöner Pass, schöne Vorlage, schöne Aufnahme. Sauber. Hat alles gepasst. Wirklich eine schöne Aufnahme. Normalerweise bewerben sich ja unsere Kandidaten über YouTube oder hartplatzhelden.de und er hat es eben so zu uns geschafft, weil wir sagten, den Mann müssen wir einfach mal hierher holen und ich hoffe, du kannst uns gleich ein bisschen was zeigen an der Torwand. So, wir haben die Weltfußballerin, wir haben ein Team Ski Alpin.
könnt euch noch überlegen, wer gleich anfängt. Und dann haben wir unseren Herausforderer. Nadine Kessler würde anfangen. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Knie. Ansonsten haben Sie Entschuldigung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Rechts unten. Die Kameras müssen noch ein Stück auf Seite, ja. Freunde. Die Kameras müssen auf Seite. Die Kameras müssen auf Seite. So geht's nicht. So, für die Weltfußballerin wird alles frei gemacht. Bitte, unten rechts, los geht's. Okay. Okay. Das Knie hält. Das linke. Okay. Ist das erster Kontakt mit dem Ball wieder? Ja. Oh. Erster Kontakt. Sieht vernünftig aus. Nadine Kessler. Okay. Die Wand ist warm geschossen. Wer schießt unten? Ah, der Herr Büchel. Ja, bitteschön. Drei unten für das Team Ski Alpin. Du weißt schon, dass ich mich blamiere jetzt. Ja, das weiß ich. Los geht's. Unten. Okay. Herr Büchel, unten. Einmal. Aha, unten. Ah, ja, unten. Entschuldigung. Ah, unten. Wir machen mal ein Licht an unten. Okay, unten. So, nochmal bitte. Und der dritte Versuch für Marco Büchel. Ah. Okay, das muss der Meier nachher rausreißen. Ja, unbedingt. Weiter geht's mit unserem Herausforderer an der Torwand, mit Onur Özkan. Musst du rausreißen. Nicht im Seitfallzieher, sondern ganz klassisch. Und los geht's. Oh. Er hat einen Plan, das sieht man. Gibt's doch nicht. Noch 0-0. Onur. Oh. So, 0, 0, 0. Es geht weiter mit Nadine. Oben. Ich glaube, jetzt fällt der Treffer. Bitte nochmal einen großen Applaus für unsere Weltfußballerin vom VfL Wolfsburg. Ich hatte sie gewarnt da hinten. Alles gut? Und Nadine. Ja. Schaufeln, auch eine Möglichkeit. Letzter Versuch für Nadine Kessler. Ah, passt. Passt, passt, passt. Schade. Silvia Neid hatte auch nur einen beim letzten Mal, glaube ich. So, Hermann Mayer. Oben links. Oh. Zweiter Versuch. Das ist wie bei der Streif, man kann sich nicht rantasten. Ja. Muss direkt konzentrieren. Okay. So langsam mache ich mir Sorgen. Aber wir haben ja noch einen. Onur! Onur reißt raus! Mit einem Treffer bist du Sieger! Fünfter Versuch. Jetzt hat er's. Bitte nochmal einen Riesenapplaus für Onur. Letzter Versuch. Vielen Dank trotzdem. Danke fürs Hiersein.